Schönen guten Tag. Heute wollen wir uns mit den neuronalen Grundlagen der Wahrnehmung beschäftigen. Aber es sind nicht nur die neuronalen Grundlagen der Wahrnehmung, es sind die neuronalen Grundlagen von allem, von all unserem Erleben. Und was Sie heute hören werden, ist mehr oder weniger die Kurzversion im Schnelldurchlauf von dem, was Sie in der Vorlesung über biologische Psychologie von der Frau Wittmann das ganze Semester überhören werden. Ich erzähle Ihnen aber jetzt schon im Voraus ganz kurz, weil es einfach wichtig ist, um die Wahrnehmung zu verstehen, auch zu verstehen, wie die Verarbeitung im Gehirn und in unserem ganzen Nervensystem abläuft. Wir müssen uns sozusagen einarbeiten in die Sprache des Gehirns. Und dass das Gehirn wichtig ist für die Wahrnehmung, also diese 1,5 Kilo Fleisch zwischen ihren Ohren, das weiß man schon seit ungefähr 400 Jahren, aber man kann auch sagen, wir wissen es erst seit 400 Jahren. Also bei den Ägyptern, die hatten eine ganz ausgeprägte Totenkultur, und wenn da der Pharao starb, dann wurden alle Organe ganz sorgfältig entnommen und irgendwelchen Töpfchen gegeben und dann neben dem Grab aufbewahrt. Bloß das Gehirn, von dem hat man sich gedacht, dass es vollkommen unnütz sei, und das wurde entsorgt. Bei den Griechen, da war es so, dass diejenigen, die sozusagen ärztlich tätig waren, zum Beispiel der Hippokrates, der wusste schon, dass es nicht allzu gut ist, wenn man irgendwie so Schädigungen am Kopf hat, ja, wenn man einen Schlag auf den Kopf kriegt, dass das zu massiven Auswirkungen führt. Während Leute, die eher Schreibtischtäter waren, wie Aristoteles, die haben sich eher gedacht, dass das Herz die Seele des Menschen ist und die Grundlage von all unserem Erleben. Und er hatte eine Theorie, dass das Gehirn sozusagen eher den Körper und vor allem das Blut auch kühlt. Das ist sozusagen der Kühlkörper in unserem Computer. Das hat sich als falsch herausgestellt, wie so vieles andere, was da im Laufe von tausenden Jahren im Umlauf war. Aber erst so 1664 kam es mit der Gründung der modernen Medizin und vor allen Dingen auch der Neurologie durch einen englischen Arzt, Thomas Willis, ganz klar heraus, dass das Gehirn wirklich die wichtigste Grundlage für unsere geistigen Fähigkeiten ist. In den 400 Jahren seit Willis haben wir enorme Fortschritte gemacht. Und gerade in den letzten 100 Jahren und sogar in den letzten 20, 30 Jahren, also die Fortschritte praktisch exponentiell schneller, und man weiß immer mehr, aber man kann nur deshalb immer mehr wissen, weil sich jedes Mal, wenn man so einen richtigen Durchbruch hat, dann doch wieder herausstellt, dass alles viel komplizierter ist und dass die Menge an Unwissen noch viel, viel größer ist, als man sich jemals gedacht hatte. Ich werde darauf ein paar Mal zurückkommen in der heutigen Vorlesung. Aber zunächst wollen wir uns jetzt am Anfang erstmal den Aufbau des Nervensystems ansehen, so ein bisschen funktionelle Neuroanatomie. Ich werde Ihnen nur ganz grob sagen, für was diese verschiedenen Teile so zuständig sind, falls man es überhaupt sagen kann oder in dem Fall von Zuständigkeit sprechen kann. Dann sehen wir uns kurz die Entstehung des menschlichen Gehirns an, sowohl in der Onto- als auch in der Phylogenese. Und im zweiten Teil der Vorlesung geht es dann um die Physiologie und die Anatomie der Nervenzelle. Das ist der elementare Baustein unseres Nervensystems und die elementare Recheneinheit und alles, was unser Geist sozusagen hervorbringt, geht auf Berechnungen zurück, die von diesen Gruppen von Nervenzellen, wobei die Gruppen ziemlich groß sein können, also wir haben 1 Billion Nervenzellen, das ist auf die Aktivität dieser Nervenzellen zurückzuführen. Aber zuerst mal zur Anatomie. Das Nervensystem, das hier, also hier in Blau eingezeichnet ist, das unterteilt sich in ein zentrales Nervensystem, das Gehirn und das Rückenmark und ein peripheres Nervensystem. Das periphere Nervensystem besteht natürlich zum einen aus den Nerven, die zu den Muskeln laufen und die dann von den verschiedenen Sinnesorganen
zurücklaufen zum Gehirn, die sogenannten afferenten und efferenten Nerven. Dann gibt es im peripheren Nervensystem noch die Hirnnerven. Das sind spezielle Nerven, weil die nicht über das Rückenmark zu den Zielgebieten laufen, sondern direkt vom Gehirn aus. Da gehört zum Beispiel der optische Nerv dazu oder die Nerven, die die Kiefernhöhle versorgen. Es gibt da 12 Stück, die sind durchnummeriert, brauchen Sie allerdings nicht wissen, weil Sie nicht Medizin studieren. Zusätzlich zum somatischen Nervensystem, mit dem wir uns in erster Linie auch im Rahmen der Motorik beschäftigen werden, gibt es das sogenannte vegetative Nervensystem oder es wird auch manchmal autonomes Nervensystem genannt, weil man lange Zeit gedacht hätte, dass es relativ unabhängig vom Gehirn betrieben wird. Und diese Nerven, die gehen hauptsächlich zu inneren Organen, die dienen dazu, die Durchblutung zu regeln, die Pulsfrequenz, die Verdauungstätigkeiten, all diese Sachen, die eigentlich ohne unser bewusstes Erleben ablaufen. Und in dem vegetativen Nervensystem, das hört sich jetzt irgendwie so wenig spannend an, aber das ist auch eine ganz faszinierende Geschichte, mit der wir uns hier nicht beschäftigen werden. Da gibt es zwei sozusagen komplementäre Anteile, das sogenannte sympathische vegetative Nervensystem und das parasympathische. Und die haben jetzt unterschiedliche Schwerpunkte und Aufgaben. Das sympathische Nervensystem, das dient hauptsächlich zur Bewältigung von bedrohlichen Situationen. Das heißt, Sie haben sicherlich schon von der Fight-or-Flight-Reaktion gehört. Wenn es zu so einer Situation kommt, dann wird das sympathische Nervensystem aktiviert. Und das sind Situationen, wo es wirklich um das Überleben geht. Ja, wenn ein Zebra jetzt da irgendwie in der Savanne grast und dann kommt auf einmal ein Löwe, eigentlich meistens sind es die Löwinnen, oder ein sonstiges Raubtier, dann muss das Zebra sozusagen alles investieren, um erfolgreich zu fliehen. Wenn dem Zebra nicht die Flucht gelingt, dann ist es vollkommen egal, ob deine Ressourcen da sind oder nicht. Ja, dann ist es einfach zu spät. Dann sieht das Zebra den nächsten Tag nicht. Das heißt, das sympathische Nervensystem wird jetzt die Muskeln aktivieren, so stark es nur geht, und alles, was an Reserven da ist, das ganze Geld auf der Bank sofort ausgeben, um möglichst schnell fliehen zu können. Wenn diese Situation dann bewältigt ist und wenn sie erfolgreich bewältigt ist, ja, dann ist das parasympathische Nervensystem wieder am Zug. Das Motto des parasympathischen Nervensystems kann man so zusammenfassen: Rest and Digest. Das heißt, da wird Nahrung aufgenommen und die wird dann wieder zu Energiereserven verarbeitet. Da wird das Geld wieder auf die Bank getragen, sodass man dann beim nächsten Mal wieder gut dasteht, wenn da wieder irgendwo ein Löwe sich blicken lässt. Und unser vegetatives Nervensystem ist einfach für diesen Kreislauf irgendwie aufgebaut. Und problematisch ist dann natürlich, wenn es zu Situationen kommt, bei denen dieser Stress jetzt nicht einmal kurz gegeben ist, so die 5 Minuten, ja, wo der Löwe oder der Tiger das Zebra verfolgt, sondern wenn der Stress sich ewig hinzieht. Ja, dafür ist unser ganzes Nervensystem, Hormonsystem und Immunsystem nicht so gut geeignet. Und darum haben wir dann als Menschen öfter Probleme damit. Aber zu diesen Beziehungen wird Ihnen der Herr Hennig sicher noch in seiner Vorlesung ganz viel erzählen. Was ich jetzt Ihnen hier noch sagen will und ganz besonders hervorheben will, dieses blaue Nervensystem, ja, mit dem Gehirn und dem Rückenmark und den ganzen Nerven, die da rumziehen, alleine kann irgendwie nicht viel machen. Ja. Das Nervensystem, das sind so Nerven, die könnte man nehmen und irgendeine Schüssel tun. Da wird nichts passieren. Damit das Nervensystem überhaupt zu irgendwas Nutze ist, muss da noch irgendein Apparat dran, der uns erlaubt, uns zu bewegen, ja, auf unsere Umwelt einzuwirken.
die Knochen, die Muskeln, das alles ist vorhanden bei uns, damit das Nervensystem sinnvoll eingesetzt werden kann, damit uns das Nervensystem erlaubt, mit unserer Umwelt zu interagieren. Wenn wir nicht, überhaupt nicht mit unserer Umwelt interagieren könnten, dann könnten wir auch ein sehr erfolgreiches Leben führen, so wie zum Beispiel die Bäume, ja, die stehen da und wachsen und können aber eben nicht oder vielleicht nur ganz, ganz begrenzt mit der Umwelt interagieren. Das heißt, das Nervensystem ist wirklich da, um jetzt sofort oder gedächtnisbasiert dann später mit der Umwelt zu interagieren. Die Struktur des Gehirns ist hier dargestellt. Das ist jetzt ganz grob vereinfacht und wir gehen dann der Reihe nach durch diese verschiedenen Strukturen durch. Ja, hier kommt das Rückenmark hoch. Das ist geschützt in der Wirbelsäule. Und hier oben ist der Hirnstamm, der setzt auf das Rückenmark auf. Und auf dem Hirnstamm ist dann sozusagen das Vorderhirn, die Großhirnhemisphären aufgebracht. Das ist so ganz grob die Struktur. Und wir fangen jetzt ganz kurz hier unten an und arbeiten uns dann so hoch. Und ich sage einfach nur ganz kurz in Stichworten, was jetzt die wichtigsten Funktionen dieser verschiedenen Bereiche ist. Das Rautenhirn, das habe ich schon gesagt, das besteht hier aus dem verlängerten Rückenmark, der Medulla oblongata. Das sind hauptsächlich Faserzüge vom Gehirn zum Körper und vom Körper zum Gehirn hin. Die treten da ins Gehirn ein und daran schließt sich dann das sogenannte Hinterhirn, Metencephalon an. Das besteht aus diesem bisschen dickeren Bereich, das ist die sogenannte Brücke, und dem Cerebellum, dem Kleinhirn. Und in dieser Formatio reticularis und in der Brücke, also da verlaufen jetzt nicht nur diese Nervenstränge, also die Axone, die Fortsätze von den Nerven, sondern da sind auch neuronale Kerne, das heißt die Neurone, die sitzen da und die sitzen da zusammen, da gibt es 100 von so winzigen Kernbereichen und die sind zusammengefasst in der sogenannten Formatio reticularis und die dient sozusagen, um den Aktivierungszustand des Körpers zu regulieren. Zum Beispiel steuern die den Schlaf-Wach-Rhythmus, aber eben auch andere Bereiche wie den Muskeltonus, es sind verschiedene Reflexe für Herz, Kreislauf und Atmung da drinnen. Das heißt, das sind so ganz, ganz elementare Funktionen. Das Cerebellum ist sehr, sehr wichtig für das Erlernen von Bewegungen und das Ausführen und die Korrektur von Bewegungen. Ja, immer wenn, also wenn wir eine Bewegung erlernt haben, zum Beispiel einen Ball zu werfen oder Rad zu fahren, dann laufen eigentlich vorgefertigte Programme ab. Aber wenn dann die Umgebungsbedingungen sich massiv ändern, da muss man an der Bewegung auch Korrekturen ausführen, um weiter erfolgreich zu sein. Ja, wenn man über matschigen Untergrund fährt oder ähnliche Bedingungen. Ja. Und sowas wird über das Cerebellum gelernt. Und Patienten, die Störungen haben im Kleinhirn, im Cerebellum, die haben massive Schwierigkeiten bei der Korrektur von Bewegungen. Wenn wir dann noch ein Stückchen weiter hochgehen, dann kommen wir jetzt zum Mittelhirn. Das sitzt hier drauf, über der Brücke. Das besteht aus dem, wenn wir hier so einen Schnitt uns rausziehen, dann sieht man hier so verschiedene Kerne. Und das ganze Mittelhirn besteht aus dem Tectum, also dem Dach und dem Tegmentum. In dem Tectum, da sind zwei paarige Hügel. Also die sehen so aus wie Hügel. Das sind die Colliculi superior und die Colliculi inferior. Und die spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle für das Sehen und für das Hören. Beim Sehen ist es zum Beispiel so, dass vom Auge direkt
Nervenfasern zu diesen Superior Colliculi ziehen, die dann dafür da sind, wenn irgendwelche ganz, ganz wichtige, ganz, ganz elementare Sachen auftreten, ganz elementare visuelle Reize, dann werden die sofort aktiviert und die lenken dann sofort unsere Aufmerksamkeit auf diese Bereiche. Also die Bereiche sind also für die Aufmerksamkeitssteuerung auch sehr, sehr wichtig. Dann gibt es aber auch noch andere Kerngebiete hier, wie das periaqueduktale Grau. Das spielt eine wichtige Rolle für die Schmerzwahrnehmung und Schmerzunterdrückung. Sie werden Sie vielleicht schon gehört, dass es oftmals vorkommt, dass wenn irgendjemand einen ganz schlimmen Unfall hat, ja, und dann schon halb verblutet, dass sie dann trotzdem irgendwie noch in der Lage sind, sich irgendwie zu agieren, ja, und mit der Umwelt auseinanderzusetzen, und dann erst später, wenn die Situation vorbei ist, dann kommt auf einmal der große Schmerz, ja, und das periaqueduktale Grau, das dient hier praktisch dazu, um diesen Schmerz ganz peripher zu unterdrücken. Es ist ja auch zum Beispiel noch die Substantia nigra. Da wird ein ganz bestimmter Botenstoff generiert und dann weiter transportiert in zum Beispiel in die Basalganglien und ins Gehirn. Das ist Dopamin. Und das spielt eine wichtige Rolle für die Motorik. Und wenn es dann zu Mangelerscheinungen kommt in der Substantia nigra, wenn da nicht mehr genügend Dopamin generiert werden kann, dann kann es zum Beispiel zu der Parkinson'schen Krankheit kommen, der Schüttellähmung. Also führt dann nicht nur zu diesem Schütteln, sondern also das ist auch die Mimik ziemlich reduziert. Weiß nicht, bei Muhammad Ali, dem Boxer, konnte man das ganz deutlich sehen. Das ist also eine relativ schlimme Krankheit. Wenn wir dann vom Mittelhirn noch weiter hochgehen, dann kommen wir zum Zwischenhirn. Das besteht aus dem Thalamus und dem Hypothalamus. Und der Thalamus, das ist eine ganz, ganz wichtige Zwischenstation für die sensorischen Eingangssignale. Das heißt, ganz egal, ob es jetzt ums Sehen oder ums Hören oder ums Tasten geht, die Signale, die von den Sinnesorganen kommen, die gehen erstmal in den Thalamus. Da werden die verschaltet und vorverarbeitet. Die einzige Ausnahme ist das Riechen. Und da gibt es ganz viele Hypothesen, warum das beim Riechen jetzt anders ist, aber das werden wir uns dann in der Vorlesung über das Geruchssystem anschauen. Der Teil des Zwischenhirns ist auch noch der Hypothalamus. Und der Hypothalamus, der reguliert das Hormonsystem. Und es wurde auch lange Zeit angenommen, dass das Hormonsystem jetzt unabhängig vom Gehirn arbeitet, aber der Hypothalamus, der ist praktisch in das Gehirn, in das Nervensystem mit eingebunden. Und es gibt Hirnregionen, die dem Hypothalamus sagen, was er machen soll. Und der Hypothalamus, der steuert dann irgendwelche Drüsen und sagt denen, was sie machen sollen, dass irgendwelche Hormonstoffe ausgeschüttet bzw. nicht ausgeschüttet werden sollen. Jetzt fragt man sich, warum das so über so viele verschiedene Instanzen geht. Es liegt daran, weil das Hormonsystem einfach ganz, ganz fein reguliert werden muss. Und wenn es da zu Störungen kommt, auch ganz leichten Störungen, dann geht gleich alles drunter und drüber. Und darum ist es ein sehr redundantes System, in dem es ganz, ganz viele Kontrollmechanismen gibt, die sicherstellen, dass es alles hundertprozentig richtig abläuft. Und der Hypothalamus, der macht es eben über die Hypophyse, hier diese Hirnanhangdrüse. Ich habe schon gesagt, also im Thalamus, da kommen alle, oder fast alle, bis aufs Riechen, alle Sinnesreize an, und dass da eben eine Vorverarbeitung stattfindet. Und wenn es irgendwo heißt, in diesem Bereich wird was vorverarbeitet, dann bedeutet das, man weiß nicht so recht, was da eigentlich gemacht wird. Inzwischen, also wirklich in den letzten 10 Jahren, weiß man aber schon ein bisschen genauer, das Wichtige an dem Thalamus ist, dass eben im Thalamus nicht nur die Sinnessignale jetzt vom Auge und vom Ohr ankommen, sondern dass auch Signale vom Gehirn im Thalamus ankommen. Also nicht vom Gehirn, sondern von den Großhirnhemisphären, von den Sinnesarealen. Und dass dadurch sozusagen gesteuert werden kann,
welche Bereiche, zum Beispiel im Gesichtsfeld, welchen Bereichen mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. Also es findet praktisch auch so eine Selektion statt. Und diese Selektionsprozesse und wie wichtig das sind, das haben wir ja letzte Vorlesung ganz deutlich gesehen. Auf dem Ganzen drauf sitzen dann letztlich das Endhirn mit den Großhirnhemisphären, dem zerebralen Kortex, der Hirnrinde und dann auch verschiedenen funktionellen Systemen, die zusammengefasst werden, wie das limbische System, das ist für die Emotionen sehr, sehr wichtig, das hören Sie dann im Sommersemester. Das ist zum Beispiel die Mandelkerne, die ganz, ganz wichtig sind für die Steuerung von Angst und die Basalganglien, die auch für die motorische Steuerung sehr wichtig sind. Aber das Wichtigste ist hier, diese Großhirnrinde, die hier draufgesetzt ist, und das kann man sich so vorstellen als so eine Art Teig. Und damit da möglichst viel Teig in unseren Kopf reinpasst, wird der Teig gefaltet. Und durch diese Faltungen entstehen hier eben so bestimmte Furchen oder auch so Wülste, das sind die Gyri. Und die sind zum Teil zumindest bei allen Menschen gleich, also die größeren, zum Beispiel hier die Zentralfurche. Und dadurch lassen sich so bestimmte Bereiche anatomisch kennzeichnen. Der Teig an sich, der besteht aus 6 Schichten. Und diese 6 Schichten sind eigentlich überall relativ gleich, die haben ähnliche Funktionen. Da gibt es Schichten, in denen kommen Signale sozusagen von den Sinnesorganen an oder von den subkortikalen Bereichen. Es gibt Schichten, die oberen Schichten, da werden die Signale dann in andere kortikale Regionen weitergeleitet. Aber es ist natürlich so, dass in bestimmten Bereichen manche von diesen Schichten größer sind, zum Beispiel in den Eingangsregionen der Sinnessysteme. Also hier zum Beispiel die Signale aus dem Auge kommen über den Thalamus hier im Okzipitallappen an, im Hinterhauptlappen. Und in den Bereichen, da ist es so, dass diese Eingangsschicht ganz, ganz dick ist und noch mehr unterteilt ist in verschiedene Subschichten, weil da einfach ganz, ganz viele Signale da ankommen. Ja. Und in anderen Bereichen ist es eher weniger der Fall. Da wird diese Schicht eher dünner sein und dafür eine andere Schicht vielleicht ein bisschen dicker. Aber es ist so, dass man generell diese 6 Schichten eigentlich überall in der Hirnrinde unterscheiden kann. Es ist sehr, sehr schwierig eigentlich hier irgendwelche Funktionen zu lokalisieren. Was man relativ gut lokalisieren kann, sind die Bereiche, in denen eben direkt die Signale aus den Sinnessystemen ankommen. Ich habe schon gesagt, hier im Hinterhauptlappen, im Okzipitallappen, da kommen die Signale vom Auge. Im Temporalbereich, da kommen die Signale aus dem Ohr an, vom auditorischen System. Hier so direkt hinter der Zentralfurche, da kommt die Information aus dem Tastsystem, aus den Hautsinnen an. Und der Bereich hier vor der Zentralfurche, direkt daneben, da sitzen viele Neuronen, die die Motorik steuern. Das heißt, hier werden dann eben zum Teil Muskelgruppen oder bestimmte Bewegungen gesteuert. Bei den anderen Regionen sind so Lokalisationen eher ein bisschen schwierig, aber es wird natürlich trotzdem gemacht. Sie haben sicher irgendwann sich irgendwelche Illustrierten angeguckt, da wo dann so ein Gehirn gezeigt wird und gesagt wird, okay, hier irgendwo, da sitzt die Religion und da die Liebe und da vielleicht der Fußball. Das sind Vereinfachungen, ja, und die beruhen eben auf Methoden, zum Beispiel der funktionellen Kernspintomographie, da kann man sehr, sehr gut gucken, wo im Gehirn die Aktivität am größten ist, wenn eine bestimmte Tätigkeit ausgeführt wird oder wenn man an irgendwas denkt. Und es gibt natürlich immer einen Ort im Gehirn, wo die Aktivität am größten ist. Aber das heißt natürlich nicht, dass diese Aktivität ausschließlich an diesem Ort gemacht wird. Und ich glaube, man kann davon ausgehen, dass eigentlich fast alles, für fast alles das ganze Gehirn irgendwo mit beteiligt ist. Und natürlich gibt es bestimmte Bereiche, die dann ein bisschen wichtiger sind und andere, die vielleicht nicht so wichtig sind bei bestimmten Aufgaben. Aber es ist eben so eine Balance zwischen
Spezialisierung und Verteilung der Aufgaben. Ich soll vielleicht auch noch sagen, der Frontalbereich, der ist sehr, sehr wichtig für Planungsprozesse. Also da, wenn man jetzt der Kognition irgendwo einen Bereich zuschreiben müsste von diesen vier großen Hirnbereichen, dann wäre es der Frontalbereich. Okay, jetzt haben wir uns sozusagen die Struktur und den Aufbau des Nervensystems so ein bisschen angesehen. Jetzt will ich als Nächstes eingehen, wie das menschliche Gehirn entsteht. Und zum einen im Laufe, ganz, ganz kurz, wie es im Laufe der Entwicklung, der Individualentwicklung entsteht. Und dann ein klein bisschen länger, wie es im Laufe der Evolution entstanden ist. Und das Interessante ist, dass es da durchaus Ähnlichkeiten gibt zwischen den beiden Prozessen. Was Sie hier sehen, ist menschliches Gehirn 25 Tage nach der Befruchtung. Und was Sie sich, und das hier sind dann praktisch 100, das ist so im dritten Monat. Und was Sie hier sehen, ist, dass man hier die verschiedenen Hirnstrukturen schon relativ gut unterscheiden kann. Hier ist es eher so neural, so ein Rohr, das hier so langsam sich ausprägt. Und der faszinierende Prozess, der besteht jetzt einfach darin, wie man von dem hier zu dem kommt. Ja? Und vor allen Dingen auch, wie man von dieser einzelnen befruchteten Eizelle zu dem kommt. Ja? Also wie entsteht aus einer Eizelle nicht nur, also natürlich der ganze Mensch, aber auch eben speziell das Gehirn. Und das ist ein ganz faszinierender Prozess, und ich glaube, die Frau Schwarzer wird Ihnen da in der Entwicklungspsychologie auch ein bisschen was drüber erzählen. Aber normalerweise, wenn man sich eben vorstellt, man hat irgendwas ganz, ganz Komplexes, dann würde man sagen, okay, dann braucht man jemanden, der das baut, und man braucht einen Bauplan und man braucht dann diese ganzen Materialien. Und in der menschlichen Entwicklung ist es aber jetzt einfach so, dass in dieser befruchteten Eizelle sozusagen der Baumeister drinnen ist und der ganze Bauplan, ja, der genetische Code, der bestimmt, was dann mit den Materialien, die so rangeschafft werden, passiert. Und die Zellen entwickeln sich, also am Anfang entsteht da so ein Klumpen von Neuronen, und dann fangen die an, sich zu spezialisieren, und die wandern dann dahin, wo sie hingehören, ja. Also die Zellen, die hier im Gehirn sind, die sind irgendwo erst in diesem Klumpen. Die müssen sozusagen ihre Position finden, und die können das so einfach. Das ist also ein wirklich sehr, sehr faszinierendes Thema. Aber das, auf das wir leider hier nicht weiter eingehen können. Die Entwicklung, die hört natürlich nicht auf im dritten Monat, und die hört auch nicht auf, wenn sie zur Welt kommen. Ja, das menschliche Gehirn ist noch relativ unreif, wenn man geboren wird. Und die Entwicklung geht dann am Anfang ganz schnell und dann immer langsam weiter. Und gerade während der Pubertät passiert da im Gehirn nochmal ganz, ganz viel. Und so ungefähr mit 18 bis 20 ist dann der ideale körperliche Betriebszustand erreicht. Und ab dann geht es dann nur noch bergab. Ich soll vielleicht noch dazu sagen, dass also das Arbeiten in den letzten 10, 20 Jahren auch gezeigt haben, dass vor allen Dingen im Frontalkortex, also da, wo wir die Kognition angesiedelt haben, dass die noch lange weitergeht, also bis zum 30. Lebensjahr. Und da entstehen vor allen Dingen inhibierende Schaltkreise. Also da entstehen die Schaltkreise, die dann die Dummheit unterdrücken. Und wenn man es ganz, ganz vereinfachend sagen will. Das menschliche Gehirn, also wir nehmen ja immer an, unser Gehirn ist ganz, ganz speziell. Ja. Wenn man es allerdings vergleicht mit anderen Gehirnen, dann kann man da eigentlich die gleichen Bestandteile entdecken. Hier ist
Das ist ein menschliches Gehirn und hier unten ist ein Rattengehirn, das ungefähr um Faktor 4 vergrößert wurde. Und da lassen sich im Rattengehirn auch die entsprechenden Teile hier alle kennzeichnen. Ja, Hypothalamus, Thalamus, das ist alles, gibt es alles auch hier bei der Ratte. Und es gibt bestimmte Bereiche, die sind jetzt hier im Menschengehirn relativ gesehen zum Rattengehirn, also sogar ein bisschen kleiner. Also der Riechkolben hier, ja, der ist bei der Ratte riesengroß und bei uns ist der ziemlich zurückgebildet. So, der ist, glaube ich, sogar im 1:1-Vergleich kleiner. Das Cerebellum, das Kleinhirn, das für die Steuerung der Motorik zuständig ist, das ist dann hier, also wenn man den Maßstab so anpasst, relativ gesehen ungefähr gleich groß, aber was man ganz klar sieht, ist, dass die Großhirnhemisphären hier bei uns Menschen viel, viel größer sind als bei der Ratte, wo der Kortex auch nicht so zerfurcht ist, sondern eher noch glatt. Und man geht ja davon aus einfach, dass die größeren, höheren kognitiven Funktionen, die ja unserer Intelligenz unterliegen, dass die eher durch dieses große Gehirn, durch diese riesigen Großhirnhemisphären erbracht werden können. Im Laufe der Evolution ist dieses große Gehirn natürlich auch erst ganz, ganz langsam entstanden. Ja? Da ist es genauso wie die Individualentwicklung mit dieser befruchteten Eizelle losgeht, ist ungefähr ungefähr 4 Milliarden Jahren das erste Leben auf der Erde, das sind Bakterien, Einzeller. Und erst vor ungefähr 600 Millionen Jahren, also nach ziemlich langer Zeit, traten dann die ersten multizellulären Organismen auf. Und vor ungefähr 500 Millionen Jahren die ersten sogenannten Chordaten, das waren so relativ einfache Nervenstränge. Ja, das waren die ersten Nervensysteme. Und von da geht es dann schon deutlich schneller. Vor 425 Millionen gab es die ersten Wirbeltiere, das waren hauptsächlich so einfache Knochenfische, die hatten einen Nervenstrang und der war dann einfach geschützt durch knöcherne Wirbel. Das war natürlich evolutionär gesehen ein großer Vorteil, wenn da irgendwie so ein bisschen eine Schutzhülle um den Nervenstrang rum ist. Aber also diese Urfische und auch die Chordaten vorher, also die schwammen da einfach in der Ursuppe rum. Und erst vor 400 Millionen Jahren, da gab es dann die ersten Amphibien. Die konnten dann erstmals auch aus dem Wasser steigen und waren gerüstet für kürzere Landaufenthalte, ja, sodass sie sich dann irgendwie die Fortbewegungsmöglichkeiten deutlich verbessert hatten. Und dann die Flossen wurden dann umgebildet, langsam zu Gliedmaßen. Und es waren dann nur noch die Larven eigentlich davon abhängig, in dieser wässrigen Umgebung sozusagen zu leben. Die Reptilien, die dann vor ungefähr 300 Millionen Jahren entstanden sind, die konnten sich dann schon länger an Land aufenthalten durch die beschuppte Haut. Und da mussten auch nicht mehr die Larven im Wasser ablegen, sondern da waren die Larven geschützt durch eine Schale, die haben Eier gelegt. Das war dann sozusagen, das war das goldene Zeitalter der Dinosaurier. Aber die Schwachstelle in dem ganzen System war natürlich immer noch die Eier. Ja? Die Eier konnten sich selber nicht schützen. Und der große Vorteil der Säugetiere, die dann ungefähr vor 100 Millionen Jahren entstanden sind, war, dass eben die Nachkommen dann im Bauch der Mutter besser geschützt waren. Und der Name von den Säugetieren, der kommt natürlich dadurch, dass sie durch die Milchdrüsen ernährt waren. Und die Säugetiere, die konnten sich dann natürlich sehr gut von den Eiern der Dinosaurier und sonstigen Reptilien ernähren. Für die Nachkommen ist natürlich der Schutz im Bauch der Mutter sehr, sehr hoch. Für die Mutter hat es natürlich dann ein bisschen einen Nachteil, aber das scheint die Vorteile nicht aufzuwiegen. Und hier eben, also wenn man sieht, vor 600 Millionen Jahren ja, gab es eben diese ersten multizellulären Organismen und dann erst vor 180 Millionen Jahren die ersten Säugetiere
Und dann erst vor 6 Millionen Jahren die ersten Hominiden. Also das hat ganz, ganz lange gedauert, bis da was Menschenähnliches kam. Und wir Menschen stellen uns auch sehr, sehr gerne als ganz einzigartig dar, aber in den Biologieunterricht haben Sie auch sicher schon gelernt, dass wir also gemeinsame Vorfahren mit den Affen haben. Und wenn man sich dann hier mal die letzten 30 Millionen Jahre ansieht, wie sich die Affen entwickelt haben, und wenn man sich bis hin zum Schimpansen, und wenn man sich dann anguckt, wie viel Ähnlichkeit diese verschiedenen Arten jetzt haben mit dem Schimpansen in Bezug auf die Genetik, wenn man sich den genetischen Code ansieht, dann stellen Sie fest, also der Gorilla hat ungefähr 3% Unterschiede zum Schimpansen und wir Menschen ungefähr 2%. Also ich glaube, wenn man sich sowas ansieht, dann muss man ganz klar sagen, also wir stammen nicht vom Affen ab, wir sind Affen. Also es gibt da enorme Gemeinsamkeiten. Und wie gesagt, vor ungefähr 6 Millionen Jahren, es gibt Belege, dass ungefähr vor 6 Millionen Jahren die ersten Menschenaffen auftraten. Die werden Australopithecen genannt, die waren ungefähr 1,30 Meter groß, hatten ein relativ kleines Gehirn, konnten aber schon aufrecht gehen und traten hauptsächlich in Afrika auf. Die heißen auch deswegen Australopithecus, weil Australo ist südlich und Pithecus der Affe. Ist aber auch so, dass die zuerst entdeckt wurden von einem Australier. Also vielleicht hat es da auch noch mit reingespielt. Es war ein Australier, der war in London tätig und wurde dann, also ich würde nicht sagen strafversetzt, aber er war nicht begeistert davon, dass er dann nach Johannesburg gehen musste. Und dann hat er aber diesen Fund gemacht und ist berühmter geworden als all die, die ihn dahin geschickt haben. Die Australopithecen, die wurden aber dann im Laufe der Zeit verdrängt von den sogenannten Hominiden, Homo habilis und Homo erectus, und da vor ungefähr 2 Millionen Jahren, da wurde dann das Feuer kontrolliert, es wurden Werkzeuge, einfache Werkzeuge gebaut und das Gehirn ist dann langsam immer größer geworden. Das Homo habilis und Homo erectus legt irgendwie nahe, dass die dann irgendwie sich aufrecht gingen und die Homo habilis vielleicht irgendwie sesshaft war, aber die waren eigentlich beide. Also die Australopithecen gingen ja schon aufrecht. Vor 200.000 Jahren gab es dann die Neandertaler. Und die Neandertaler, die hatten ein Gehirn, das so groß ist wie das jetzige. Das war nicht nur so groß, es war sogar ein klein bisschen größer. Und zur gleichen Zeit gab es auch den Homo sapiens, dessen Gehirn sich eigentlich von unserem heutigen Gehirn nicht unterscheidet, zumindest nicht in der Größe. Das heißt, vor 200.000 Jahren waren eigentlich schon die Voraussetzungen geschaffen für unsere heutige Entwicklung, zumindest was das Nervensystem betrifft. Und trotzdem hat es ziemlich lange gedauert. Die ersten Wandmalereien, also so künstlerische Betätigungen, Kultur, die gab es vor ungefähr 25.000 Jahren bei den Cro-Magnon-Menschen. Und also man kann sich die Höhlen in Südfrankreich zum Beispiel ansehen, das ist wirklich faszinierend. Vor 10.000 Jahren wurden dann die Menschen sesshafte Bauern und Viehzüchter. Und vor ungefähr 3.000 Jahren wurde die Schrift erfunden. Und was man hier sieht, ist eigentlich, das ist hier auch sehr schön dargestellt, also es gibt diese Veränderungen in der Gehirngröße, aber die ist eigentlich hier, vor 200.000 Jahren hat die schon ihren Abschluss gefunden. Ja, unser Gehirn wurde jetzt in den letzten 200.000 Jahren nicht noch größer. Die Gehirngröße blieb da eigentlich konstant. Und hier ist aufgetragen die Ähnlichkeit dieser früheren Menschenarten zu uns heute. Und man sieht in der blauen Kurve beim Hirnvolumen, ja, das ist ungefähr vor 200.000 Jahren zu dem Zeitpunkt, da ist das Hirnvolumen schon, hat es schon den jetzigen Punkt erreicht. Und auch die ganzen anderen Sachen, die Zähne, die Hände, der aufrechte Gang, das gab es alles schon vorher. Was sich hier noch geändert hat,
ist Kultur. Also Werkzeuge, Feuer, Ackerbau, Kunst, Städte, Schrift, das kommt alles hier dazu. Also das Gehirn, das war nur die Voraussetzung. Das hat uns praktisch die Chance gegeben, dann eben diese sprunghaften Veränderungen zu machen. Und vermutlich ist es so, dass von den Australopithecinen bis hin zu dem Zeitpunkt, bis hierhin, sich das Leben relativ wenig unterschieden hat. Aber wenn man sich ansieht, wie sich das Leben in den letzten 200 Jahren verändert hat, dann ist es ganz, ganz massiv. Und ich glaube, dass eben die Bedeutung der Kultur da oftmals eben unter den Tisch gekehrt wird. Oder es wird immer vom Gehirn geredet. Ja? Aber das Gehirn ist natürlich wichtig und es ist die Voraussetzung. Aber die Kultur hat uns geholfen, zu dem zu werden, was wir sind. Wenn man sich jetzt den ansieht, das Gehirn von Affen und das Gehirn von Menschen, ja, dann fragt man sich, ob es da Unterschiede gibt und was die Unterschiede sind. Und das ist ein ganz interessanter Punkt. Hier ist aufgeführt, verschiedene Körperteile und wie viel der Stoffwechselenergie die jetzt also verbrauchen, das heißt das Gewicht dieser Organe. Und ein Organismus mit einem bestimmten Gewicht, der kann irgendwie nur so und so viel Energie generieren. Und das ist hier für den Menschen aufgeführt. Und dann wurde das Gleiche gemacht, wurde der Durchschnitt gebildet für verschiedene Primaten. Ja, und das hier, das ist praktisch, wie die Gewichtsverteilung der verschiedenen Organe ist bei einem erdachten Primaten. Und man sieht auf den ersten Blick, dass es relativ ähnlich ist. Ja, das Herz, die Nieren, die Leber, alles ziemlich gleich. Der Unterschied ist, dass beim Menschen das Gehirn viel, viel größer ist. Und da irgendwie die Energie ja begrenzt ist, dann muss irgendwie das, was wir fürs Gehirn aufwenden, irgendwo anders weggehen. Ja? Und es geht praktisch hier beim Darm weg, bei der Verdauung. Und eine Hypothese, warum wir Menschen jetzt diese tollen Gehirne entwickeln konnten, ist einfach, dass unsere Affenvorfahren zu irgendeinem Zeitpunkt die Verdauung umgestellt haben und eben nicht mehr Blätter gegessen haben, sondern angefangen haben, Früchte zu essen. Und dass diese Früchte konnten sie sehen, diese roten, reifen Früchte, weil sich das Farbensehen durch eine genetische Mutation ergeben hat, die ihnen erlaubt hat, eben von Dichromaten, von Farbenblinden hin den Sprung zu Trichromaten, die dann diese reifen, roten Früchte sehen können, entdecken können und dann natürlich essen können. Und die Früchte sind viel, viel einfacher zu verdauen als die Blätter, von denen die Affen vorher gelebt haben. Das heißt, da wurde Energie frei, die dann für den Aufbau des Gehirns dienen konnte. Die Frage, warum wir Menschen jetzt die allerschlauesten Tiere sind, die haben natürlich Forscher schon immer, nicht nur Forscher, sondern auch Philosophen schon immer beschäftigt. Ja? Und man könnte jetzt sich einfach überlegen, dass dasjenige Tier am schlauesten ist, das größte Gehirn hat. Und das wurde auch lange Zeit gedacht. Ja, die Mäuse haben sehr kleine Gehirne, Schaf, Schimpanse, Mensch. Aber der Forscher, der sich dann zum ersten Mal ein Elefantengehirn angeguckt hat, der musste dann leider feststellen, dass das Elefantengehirn ungefähr dreimal so viel wiegt wie ein Menschengehirn. Also die Elefanten haben viel größeres Gehirn und wir wollen natürlich eigentlich nicht zugeben, dass die Elefanten jetzt irgendwie schlauer sind als wir. Und es bietet sich natürlich dann an zu sagen, dass irgendwie das Körpergewicht mit eingehen muss. Ja, der Elefant ist ja riesig, natürlich ist dann das Gehirn auch größer. Und wenn wir jetzt aber die Gehirngröße durch das Körpergewicht teilen, dann sieht das Ganze schon wieder besser aus. Ja, dann ist der Elefant ziemlich weit hinten, weil er einfach so schwer ist. Schaf, Schimpanse, Maus und wir Menschen sind da. Aber eigentlich, wir sind von der Maus fast nicht zu unterscheiden. Ja. Und es gibt sogar die Spitzmaus, die da noch deutlich vor uns ist. Das ist ungefähr das
allerleichteste Säugetier, das es gibt. Das heißt, es funktioniert wieder nicht. Und ich glaube, dass es einfach die überragende Intelligenz der Menschheit zeigt, dass man jetzt nicht gesagt hat, okay, wir erkennen das zwar nicht, aber die Mäuse sind wahrscheinlich einfach schlauer als wir, sondern man hat sich überlegt, was man jetzt da machen könnte, und man hat tatsächlich eine Formel gefunden aus Gehirngewicht und Körpergewicht, bei der wir Menschen dann am besten dastehen. Und das ist, glaube ich, zeigt einfach die wahre Intelligenz. Ja? Und das ist der sogenannte Enzephalisationsfaktor. Das ist die Gehirngröße dividiert durch das Körpergewicht hoch 0,69. Und wenn man den Enzephalisationsfaktor berechnet, dann kommt hier die Reihenfolge auch irgendwie ein bisschen mehr so in der Richtung raus, wie man es erwarten würde. Ja? Dann die Schimpansen sind hier an zweiter Stelle und wir Menschen sind mit Abstand am schlauesten. Es ist aber nicht ganz so willkürlich, wie es jetzt aussieht. Ja. Die Grundlage dessen ist, dass wenn man sich ansieht für verschiedene Säugetiere, das Verhältnis zwischen Körpergewicht und Gehirngewicht, ja, dann sind hier die Datenpunkte eingezeichnet. Wenn man einfach nur das Verhältnis, wenn man einfach nur das Gehirngewicht nimmt, ja, dann ist der Punkt hier möglichst weit rechts, das ist der Walfisch. Der hat natürlich das größte Gehirn und der Elefant. Wenn man das in Beziehung setzt zum Körpergewicht, dann wird man praktisch, dann ist am höchsten der Wert, der möglichst weit von dieser Linie weg ist. Wenn wir die Linie rüberschieben, dann sehen wir, dass hier die Modern Human ganz gut dastehen, aber dass einfach hier die Fledermaus und verschiedene Mäuse dann einfach noch weiter links von der Linie liegen. Ja, das ist das, was ich vorher gesagt habe mit dem Verhältnis. Aber wenn man sich nur die Säugetiere ansieht und dann sich anguckt, wie das Gehirngewicht mit dem Körpergewicht sich verändert und dann da eine Regressionsgerade fittet, dann kommt die Linie raus und das ist eben da kommt diese Potenz von 0,69 her. Und wenn man die dann wieder rüber verschiebt, dann sieht man, dass jetzt hier wir Menschen am weitesten drüber liegen. Und am nächsten sind uns dann hier also die Delfine und dann auch die Mäuse sind jetzt hier wieder nicht mehr so gut vertreten. Aber das ist die Grundlage von diesem Enzephalisationsfaktor. Okay, jetzt haben wir uns die Entstehung des Gehirns angeguckt, auch im Laufe der Evolution. Und im zweiten Teil der Vorlesung geht es jetzt um die Anatomie und Physiologie der Nervenzelle, das heißt, wird die Aktivität im Gehirn generiert und weitergeleitet. Ein interessanter Punkt dabei ist, dass diese Mechanismen jetzt nicht spezifisch für uns Menschen sind, ja, sondern dass diese Mechanismen der Physiologie der Nervenzelle wirklich bei allen Tieren gleich sind. Das heißt, es ist ein evolutionär ganz, ganz alter Mechanismus, der vermutlich vor 500 Millionen Jahren in den ersten Nervensystemen entstanden ist. Und ganz kurz gesagt ist es so, dass bestimmte Zellen, nämlich Neurone, die Signale innerhalb des Nervensystems weiterleiten. Es gibt ein Ruhepotenzial, das heißt, diese Zellen sind im Ruhezustand elektrisch geladen und das ist die Basis für die Informationsübertragung. Die Nervenzellen bestehen aus verschiedenen Teilen, einem Eingangsbereich, das ist der Dendrit, und da kommt die Information von ganz, ganz vielen anderen Nervenzellen an. Das Neuron summiert die ganze Information, die da ankommt, und entscheidet dann, ob jetzt ein Aktionspotenzial ausgelöst wird oder nicht. Das heißt, an den Dendriten, da kommt die Information in analoger Weise an. Die kann beliebige Werte, ja, oder fast beliebige Werte annehmen und dann wird es reduziert auf ein digitales Signal, auf eine 1 oder 0. Ein 0 heißt, es passiert nichts und 1 heißt, es wird ein Signal weitergeleitet. Und
Das Signal wird im Axon weitergeleitet. Und was man sich vor Augen halten muss, ist, dass das wirklich dieses Neuron mit diesen mit der Summation der Eingangssignale, Entscheidung, ja, nein, und dem digitalen Ausgangssignal. Das ist die elementare Recheneinheit des Nervensystems. Und alles, was wir erleben, wahrnehmen, beruht auf Berechnungen, die mit diesen einfachen Bauteilen sozusagen zusammengesetzt werden. Ja. Also wenn wir Bewegung sehen, ja, wenn Sie sehen hier meine Hand, die bewegt sich von links nach rechts und von rechts nach links. Um diese Bewegung wahrzunehmen, muss es Neurone in Ihrem Gehirn geben, die berechnen, dass da irgendwas sich von rechts nach links bewegt. Und wie so Schallkreise aussehen, werden wir uns dann in der Vorlesung über Bewegungswahrnehmung ansehen. Da muss irgendwas berechnet werden, dass zuerst irgendwas hier ist und dann ist es an einem anderen Ort. Und dann können wir darauf schließen, dass sich was bewegt hat. Aber es beruht im Endeffekt auf der Aktivierung von solch einfachen oder auch komplizierteren Nervenzellen, die dann eben zu Schallkreisen zusammengesetzt werden. Die Neurone, die bestehen aus einem Zellkörper, den Dendriten, das sind diese meistens relativ kurzen Ansätze hier, und dem Axon. Das ist ein Fortsatz, der kann durchaus auch länger sein. Und das Axon, das dockt dann wieder an andere Neuronen an und bildet da diese Schnittstellen hier, die Synapsen genannt werden. Und jeder dieser Bereiche des Neurons hat eine ganz bestimmte Aufgabe bei der Signalübertragung. Ja, der Zellkörper, da ist die genetische Information drin, das ist das Stoffwechselzentrum der Zelle. Dendriten und Axone sind die Fortsätze und die Synapsen sind die Kontaktpunkte zu den anderen Neuronen. Und was jetzt hier bei dieser Abbildung natürlich ein bisschen irreführend ist, dass es hier so als eine Art Kette dargestellt ist. Ja, ich habe ein Neuron, dann kommt das nächste und dann wieder eins. So ist es in der Regel nicht. Also es gibt Verschaltungen, die sind so in der Art aufgebaut, aber das ist eher die Ausnahme. Im Nervensystem, da geht es wirklich drunter und drüber. Ja? Die Neurone kriegen im Durchschnitt Eingangssignale von 1000 anderen Neuronen. Und zum Teil sind es eben viel, viel mehr. Und das System ist ganz massiv miteinander verschaltet. Und was das Ganze noch komplizierter macht, ist, dass diese Verbindungen hier, diese Synapsen, die sind nicht fest. Also das sogenannte präsynaptische Neuron, wo die Information herkommt, das dockt da nicht fest an und macht eine elektrische Kopplung, sondern da gibt es einen kleinen Spalt, das ist der synaptische Spalt. Und da findet die Übertragung chemisch statt. Es wird ein chemischer Stoff ausgeschüttet, der dockt dann am postsynaptischen Neuron an und er muss natürlich erst durch diesen Spalt durch. Und da fragt man sich, wieso, also warum gab es, hat die Evolution die elektrische Kopplung nicht erfunden oder warum gibt es das nicht? Aber wenn man sich es genauer ansieht, dann entsteht dadurch zwar ein ganz, ganz kleiner zeitlicher Verlust von vielleicht einer Millisekunde, aber es entsteht eine massive Flexibilität. Also man hat hier praktisch in dem synaptischen Spalt eine chemische Suppe, in der wieder bestimmte Stoffe drin schwimmen können, die beeinflussen, wie gut oder wie schlecht die Informationsübertragung stattfindet. Und so ein Beispiel für so einen Stoff ist zum Beispiel Nikotin. Ja? Wenn Sie rauchen, dann laufen in Ihrem Gehirn bestimmte Sachen anders ab. Und auch die ganze, eigentlich sämtliche Medikamente, die auf unser Nervensystem einwirken, beruhen auf diesem Prinzip. Okay, die Zelle, der Zellkörper, im Zellkörper, da ist der Nukleus mit der genetischen Information
Und an, das kennen Sie alles aus der Biologie, ich sage es nur ganz schnell, an den Ribosomen, da werden praktisch aus den Stoffen, die der Zelle zur Verfügung gestellt werden, bestimmte Eiweiße synthetisiert. Das sind zum Beispiel ein ganz wichtiges Eiweiß, sind die Neurotransmitter, eben diese Botenstoffe, die werden in der Zelle hergestellt, dann werden die in so Vesikel verpackt und dann über diese Mikrotubuli zur Synapse geschickt. Aber auch alles andere, was die Zelle macht, ist durch diesen genetischen Code festgelegt und der genetische Code, der bestimmt, welche Proteine hier synthetisiert werden. Und als man zum ersten Mal genau festgestellt hat, welche Sequenzen von DNA, welche Proteine zur Generierung von welchen Proteinen führen können, haben wir gedacht, okay, jetzt wissen wir alles. Ja. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass wenn jetzt bestimmte andere Stoffe in die Zelle eindringen, dann können die festlegen, welche Bereiche der DNA jetzt aktiv werden oder wie die aktiv werden. Das heißt, dass die Umwelt, die ja irgendwo auch mit festlegt, was jetzt in die Zelle so eindringen kann, die hat jetzt auch einen Einfluss, welche genetische Information überhaupt ausgelesen wird. Und das hat alles natürlich nochmal viel, viel komplizierter gemacht. Es wäre aber sonst auch viel zu einfach gewesen. Das heißt also, die Flexibilität ist einfach ganz, ganz groß. Die Nervenzelle, das habe ich schon gesagt, also die zeichnet sich dadurch aus, dass sie im Ruhezustand bereits eine bestimmte Spannungsdifferenz vom Zellinnern zum Zelläußern aufweist. Und das konnte man zum ersten Mal direkt beobachten, als das sogenannte Riesenaxon beim Tintenfisch entdeckt wurde. Da haben Meeresbiologen, die untersuchen alles Mögliche an Fischen und sonstigen Tieren, dass er im Meer so sich bewegt, festgestellt, dass die Tintenfische einfach ein Axon haben, das ziemlich groß ist. Und ziemlich groß heißt ungefähr einen Millimeter dick. Also immer noch ziemlich klein, aber groß genug, um das jetzt raus zu präparieren und in so eine Salzlösung zu legen und damit Experimente zu machen, da eine Elektrode reinzustechen. Und das hat die Physiologie eigentlich so richtig auf die Landkarte gebracht. Ja. Vorher konnte man diese Prozesse einfach nicht so gut untersuchen und die beiden, die das zuerst gemacht haben, englische Forscher in Cambridge namens Hodgkin und Huxley, die haben dafür dann auch den Nobelpreis gekriegt. Aber wenn jetzt nicht die Meeresbiologen da gewesen wären und sich für die Tintenfische interessiert hätten, wo man natürlich sagen kann, warum Tintenfische und wozu ist es gut? Ja? Das ist, ohne die wär das alles nicht möglich gewesen oder wäre irgendwie erst viel, viel später möglich geworden. Und das ist eigentlich in der Wissenschaft das Wichtigste, dass absolut unvorhersagbar ist, welche Forschung jetzt irgendwie wichtig werden wird. Und man kann irgendwie sagen, jetzt will ich nur noch Forschung fördern, die sich darauf konzentriert, irgendwie Krebs zu heilen. Und man wird trotzdem nur irgendwie Sackgassen erkunden. Ja? Und die meisten richtig riesigen Fortschritte in der Wissenschaft, die kommen aus ganz, ganz unerwarteten Ecken und Enden. Und so war es eben auch beim Riesenaxon vom Tintenfisch. Und Hodgkin und Huxley haben eben dann das Riesenaxon in so eine Schale gelegt und dann gemessen. Und wenn eine Elektrode da im Wasser ist und eine im Axon, so wie hier, dann kann man daraus ein negatives Potenzial von hier ungefähr minus 60 Millivolt ableiten. Und die Zelle ist eigentlich innen und außen, wenn es die Zelle noch im Tintenfisch drinnen ist oder in uns drin ist, von salzhaltigen Flüssigkeiten umgeben. Und Hodgkin und Huxley haben einfach damit experimentiert und haben jetzt diese extrazelluläre Flüssigkeit hier systematisch verändert und konnten dadurch feststellen, welche elektrisch geladenen Moleküle da in der Zelle und im
Zellaußenraum drinnen sind und wie sich die verteilen innen und außen. Und das Ergebnis davon, da hat sich gezeigt, dass hauptsächlich, also am wichtigsten für dieses Ruhepotenzial, die Kalium- und die Natrium-Ionen sind. Und auf diese Ionen, da wirken verschiedene Kräfte ein. Und eine dieser Kräfte ist die Diffusion. Eine bestimmte Sorte von Ionen, die will sich einfach ausbreiten. Das heißt, die will sich möglichst gleichmäßig verteilen, innen und außen. Und zum Beispiel bei den Kaliumionen, da ist es so hier, da sind ziemlich viele innerhalb der Zelle und relativ wenige außerhalb der Zelle. Das heißt, diese Diffusionskraft, die treibt diese Kaliumionen nach außen. Gleichzeitig gibt es aber auch eine elektrostatische Kraft. Das heißt, die positiv geladenen Ionen, die wollen nach innen, weil das Innere negativ geladen ist. Und das heißt, die Kaliumionen, die wollen gleichzeitig hier innen rein. Und man kann jetzt berechnen, es gibt eine Gleichung dafür, die Nernstsche Gleichung, wann da ein Gleichgewichtszustand erreicht ist. Und das Gleichgewicht für die Kaliumionen, die ist dann bei ungefähr minus 70 Millivolt. Und das ist ungefähr der Zustand der Zelle im Ruhepotenzialbereich. Die Natriumionen, da ist es so, da sind ziemlich viele außerhalb der Zelle. Das heißt, die Diffusionskraft treibt diese Natriumionen eigentlich rein. Und da die positiv geladen sind und das Innere der Zelle negativ geladen ist, treibt auch die elektrostatische Kraft die Natriumionen in die Zelle rein. Und die Frage ist jetzt, warum sind die nicht drinnen? Warum gehen die nicht rein? Ja? Und die Antwort dafür ist, die können nicht, weil die Tür zu ist für die Natriumionen. Die Kaliumionen, die können durch die Membran diffundieren, die Natriumionen nicht. Das heißt, aufgrund dieser passiven Vorgänge, die vor allen Dingen auch mit der Permeabilität dieser Membran zu tun haben, entsteht dieses Ruhepotenzial. Es gibt noch einen zusätzlichen Faktor, weil hin und wieder doch ein paar Natriumionen in die Zelle reinkommen. Das ist eine aktive Natrium-Kalium-Pumpe, die dann so immer ein paar Natriumionen rauspumpt und dafür ein paar Kaliumionen rein. Ist aber nicht so essentiell für eine momentane Aufnahme. Diese Zellwand und die Permeabilität, ja, und das, von dem hat sich gezeigt, dass es ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist und dass praktisch alle Prozesse in unserem Nervensystem und auch im Hormonsystem und sonst wo ablaufen, dadurch, dass bestimmte Türen geöffnet und geschlossen werden. Und solche Türen, es gibt diese Türen in allen möglichen Arten und Weisen. Es gibt Türen, die sind immer offen für bestimmte Ionen. Es gibt Türen, die werden aufgemacht, wenn sich hier zum Beispiel ein bestimmtes anderes Molekül andockt, zum Beispiel ein Neurotransmitter. Und es gibt Türen, die werden aufgemacht, wenn die Spannung sich innerhalb der Zelle sich ändert. Es gibt alle möglichen Türen, die werden auch Kanäle genannt. Und das ist wirklich ein ganz massiver Schwerpunkt der Forschung in der modernen Physiologie. Jetzt haben wir haben jetzt gesehen, wir haben ein Ruhepotenzial. Ja? Die Zelle ist im neutralen Zustand negativ geladen innen. Und Hodgkin und Huxley sind dann natürlich hergegangen und haben die Zelle stimuliert. Das heißt, sie haben die Spannung hier verändert. Und zwar einmal haben sie die Spannung negativ gemacht, also hyperpolarisierend, die wurde dann noch negativer, als sie schon war. Und wenn man das dann macht, hier ist die Stimulation aufgezeigt und hier ist die Antwort der Zelle aufgezeigt, dann sieht man, dass die Zelle mehr oder weniger dieser Stimulation folgt mit einer bisschen Verzögerung. Das heißt, es also passiert nichts besonders Spannendes. Ich gebe nur ein bisschen negativen Reiz und die Zelle antwortet dann ein bisschen negativ. Wenn man das Gleiche
mit einem depolarisierenden Stimulus macht. Ja? Man verändert die Spannung hin zum Positiven, zu Null hin. Dann geht es erstmal genauso wie bei den negativen Reizen. Ja? Die Zelle folgt diesem Reiz, aber wenn dann diese Reizung einen bestimmten Wert überschreitet und die Spannung einen bestimmten Wert überschreitet, dann ändert sich das auf einmal ganz, ganz massiv. Und dann wird das sogenannte Aktionspotenzial ausgelöst. Die Frage ist jetzt, was ist jetzt hier so besonders mit diesem Wert, diesem Schwellenwert, wenn der unterschritten wird? Ja? Was löst dann das Aktionspotenzial hier aus? Und die Antwort ist im Prinzip, also hier im Ruhezustand, da sind eben die Kaliumkanäle offen und die Natriumkanäle verschlossen. Das heißt, die Natriumionen können nicht in die Zelle rein. Wenn dann die Zellmembran depolarisiert wird, dann werden zusätzliche Natriumkanäle geöffnet. Und dann, wenn hier dieser Schwellenwert erreicht ist, dann werden die sogenannten spannungsgesteuerten Natriumkanäle geöffnet. Das heißt, also die Membran öffnet praktisch auf einmal die Türen für das Natrium. Wenn dieser Spannungswert erreicht ist, und dann fließen die Natriumionen ganz schnell in die Zelle ein und dadurch ergibt sich dieses Aktionspotenzial. Wenn es jetzt natürlich, wenn die Kanäle dauerhaft offen bleiben würden, dann würde ja überhaupt irgendwann überhaupt keine Spannung mehr in der Zelle vorhanden. Ja? Darum werden die dann ziemlich schnell wieder geschlossen, dann werden zusätzliche Kaliumkanäle geöffnet und es kommt dann hier zu einer kurzen Refraktärphase, diesem Underschub, und dann ist das Ausgangsniveau wieder erreicht, nach ein paar Millisekunden. Das ist das sogenannte Aktionspotenzial. Und dieser Prozess, der tritt in der Zelle auf. Und der tritt in der Zelle auf, wenn hier die Eingangssignale, die an den Dendriten kommen, eben die Membran ausreichend depolarisieren, sodass dieser Schwellenwert erreicht ist. Diese spannungsgesteuerten Kanäle, die gibt es aber jetzt nicht überall auf dem Neuron, sondern die gibt es im Axon und hier am Axonhügel, da wo das Axon ansetzt. Das heißt, die Signale, die hier am Dendriten ankommen, die breiten sich erstmal einfach mal passiv aus, wie in einem Kabel, werden auch immer schwächer und werden einfach alle aufsummiert, die positiven und die negativen. Und wenn dann am Axonhügel dieser Schwellenwert erreicht wird, dann wird da ein Aktionspotenzial ausgelöst. Und das breitet sich dann über das ganze Axon aus und kommt dann hier an der Synapse an und wird dann wieder übertragen auf das postsynaptische Neuron. Die Signale an den Dendriten, also ich habe gesagt, die werden passiv weitergeleitet, das heißt, dass die langsam abnehmen. Also es geht ganz, ganz schnell, aber die Signale nehmen ab in der Stärke und deswegen sind die meisten Dendriten hier relativ kurz. Ja. Also es würde überhaupt keinen Sinn machen, den langen Dendriten zu haben, weil der, auch wenn da eine Synapse ist, wird es keine Wirkung mehr entfalten können. Entlang des Axons aber, da gilt natürlich erstmal das Gleiche, aber dadurch, dass es hier entlang des Axons auch diese spannungsgesteuerten Kanäle gibt, kann sich das Aktionspotenzial immer wieder erneuern. Und das Aktionspotenzial ist hier an der Synapse genauso groß, wie es hier am Axonhügel ist. Darum spricht man immer auch von einem digitalen Signal. Die Weiterleitung, das hier aufgezeigt, die erfolgt eben dadurch, dass hier immer wieder spannungsgesteuerte Kanäle geöffnet werden und das Aktionspotenzial sich so weiter fortleitet mit ungefähr 10 Meter pro Sekunde. Das heißt 100 Millisekunden pro Meter. Das hört sich ziemlich schnell an, aber wenn man irgendwie eine schnelle Reaktion zeigen muss, da kann das doch durchaus, ist durchaus noch substanziell. Im Prinzip ist es, wenn Sie sich jetzt überlegen, dass zum Beispiel hier in der Mitte des Axons ein Aktionspotenzial ausgelöst wird, dann breitet sich das eigentlich in beide Richtungen fort. Ja?
Weil hier gibt es, das breitet sich erstmal aus und dann hier gibt es spannungsgesteuerte Kanäle und hier gibt es die. Und ich habe aber vorher, als ich das Neuron gezeigt habe, gesagt, dass die Information immer vom Axon zur Synapse geleitet wird. Das hat den einfachen Grund, dass es immer hier entsteht und hier an den Dendriten gibt es und am Zellkörper gibt es die spannungsgesteuerten Kanäle nicht. Das heißt, hier kann es sich nicht weiter aktiv ausbreiten. Das heißt, es wird immer in die Richtung weitergeleitet und zurückgehen kann es nicht wegen der Refraktärphase. Ja, das ist der Mechanismus, der dafür sorgt, dass es immer in eine Richtung läuft. Um jetzt den ganzen Prozess zu beschleunigen, kann man natürlich dieses Kabel isolieren. Ja? Und genauso wird es gemacht. Es gibt so Schnürringe hier und zwischendurch ist das Kabel isoliert und dann wird es ganz, ganz schnell weitergeleitet und es muss nicht so oft erneuert werden und dadurch wird also eine Geschwindigkeit von ungefähr 7 Millisekunden pro Meter erreicht, also deutlich schneller. Und diese Isolation, die wird Myelin, das sind die Myelinscheiden. Man spricht da von myelinisierten Axonen. Hier, also diese Blitze hier, die geben praktisch diese Spannungsänderungen an, die dann hier an der Synapse ankommen. Das hier ist der synaptische Spalt, das präsynaptische Neuron, das postsynaptische Neuron. Und die Spannungsänderung hier, die sorgt dafür, dass bestimmte Botenstoffe, die hier in so Vesikeln sind, in den synaptischen Spalt ausgeschüttet werden. Und damit die jetzt eine Wirkung am postsynaptischen Neuron entfallen können, muss jetzt natürlich irgendwas passieren. Ja? Und ich habe schon gesagt, immer wenn was passiert, dann liegt es daran, dass irgendwelche Türen aufgemacht oder geschlossen werden. Und die Botenstoffe, die legen sich hier an Rezeptoren an, an diesen Türen oder Kanälen und dadurch werden die Kanäle geöffnet und es können bestimmte Ionen dann in die Zelle einströmen und dann die Spannung hier verändern. Und die Veränderung kann entweder in die positive Richtung gehen oder in die negative. Positiv heißt, es sind dann entweder inhibierende postsynaptische Potenziale oder excitatorische. Und je nach, und ob die jetzt inhibierend oder excitatorisch sind, das hängt davon ab, welche Botenstoffe hier sind und welche Türen da sind, die dann, welche Ionen dann schließlich eingelassen werden in die Zelle. Und die Botenstoffe, die bleiben aber nicht, jetzt nicht ewig in diesem postsynaptischen Spalt, sondern die werden dann hier wieder aufgenommen auch, damit die Wirkung eben nicht dauerhaft bleibt. Aber man kann eben hier dann, indem man hier zum Beispiel die Aufnahme erhöht oder senkt durch Zugabe von irgendwelchen Stoffen in Medikamenten, ja, kann man eben hier eingreifen und dadurch, durch diese chemische Übertragung, wird eben die Flexibilität dieser synaptischen Übertragung massiv erhöht. In jeder Zelle kommen also bis ungefähr im Durchschnitt 1000 von diesen postsynaptischen Potenzialen an oder Eingänge von 1000 anderen Neuronen, die dann diese postsynaptischen Potenziale erzeugen können. Und die werden dann am Axonhügel aufsummiert. Wenn das postsynaptische Potenzial groß genug ist, ja, dann gibt es ein Aktionspotenzial. Aber dazu reicht meistens die Aktivierung von einem präsynaptischen Neuron nicht aus. Ja, da müssen viele zusammenwirken. Und das Neuron, das postsynaptische Neuron, das summiert auf. Wenn jetzt hier, wenn es zwei excitatorische postsynaptische Potenziale gibt, dann werden die aufsummiert zu einem größeren, sodass eben dann die Wahrscheinlichkeit auch größer ist, dass dieser Schwellenwert erreicht wird. Ja? Und wenn die Negativen werden aufsummiert und wenn natürlich ein Positives und ein Negatives kommt, dann kürzen sich die einfach weg und es passiert gar nichts. Und es ist natürlich vollkommen klar, dass für die Frage, ob der Schwellenwert erreicht wird, es ganz, ganz wichtig ist, dass diese excitatorischen Potenziale gleichzeitig kommen. Ja? Wenn eins
zuerst kommt und dann anderes, dann passiert nicht viel. Ja? Die müssen in rascher Abfolge kommen oder gleichzeitig. Das heißt, diese Synchronizität, die ist ganz, ganz wichtig. Und da gibt es gezielt Mechanismen im Nervensystem, die das erreichen. Okay. Das ist eigentlich alles, was ich Ihnen jetzt zu den einzelnen Neuronen und zur Informationsübertragung zu Neuronen erzählen wollte. Ich will jetzt am Schluss nur noch mal kurz in ein paar Fakten nennen, die Ihnen vielleicht ein bisschen besser dann ermöglichen, sich vorzustellen, wie diese Neuronen jetzt im Verbund auftreten. Ja, ich habe schon gesagt, diese Ketten, die gibt es nicht. Also im Gehirn ist es so, es gibt eine gewisse funktionale Spezialisierung zwischen in verschiedenen Regionen, ja, der visuelle Kortex, da wo die ganzen visuellen Eingangssignale ankommen, da antworten eben die Neurone, wenn irgendwie visuell stimuliert wird. In anderen Bereichen ist es dann weniger so. Ja, in den visuellen Assoziationskortices, wo dann weitere Verarbeitung stattfindet, da kann man die Neurone nicht mehr einfach durch irgendwelche Lichtreize zum Feuern bringen. Die müssen vielleicht schon sehr komplexe Lichtreize sein. Oder im auditorischen Kortex, wenn erstmal jedes beliebige Geräusch wird da irgendwie Aktivität erzeugen. Und dann gibt es natürlich Bereiche, in denen die Aktivierungen der verschiedenen Modalitäten kombiniert werden. Weil einfach oft Objekte zum Beispiel dann auch Geräusche erzeugen. Ja, Sie sehen, dass ich hier auf den Tisch klopfe und Sie hören es auch. Und das wird im Gehirn zu einem multisensorischen Sinneseindruck kombiniert. Wir haben ziemlich viel Neurone, das sind ungefähr 10 hoch 12, das sind 1000 Milliarden, eine Billion. Ja. Und Synapsen gibt es sogar noch viel, viel mehr. Das sind irgendwie Zahlen, die kennt man sonst nur, wenn irgendwie von einer Schuldenkrise berichtet wird. Die Staatsverschuldung in Deutschland ist ungefähr 2 Billionen. Das ist eine ähnliche Größenordnung. Und die einzelnen Neuronen, die haben eben im Schnitt 1000 Synapsen, aber können auch bis zu 10.000 Synapsen haben. Und wenn man sich dann überlegt, wie so ein Neuron aussieht, also das ist wirklich alles sehr, sehr dicht gepackt, vor allem also im Gehirn. Die zeitliche Synchronisation ist sehr, sehr wichtig. Und eine einzelne Synapse, die trägt ungefähr so 1-5% bei zur Schwelle von den postsynaptischen Neuronen. Das heißt, es müssen einfach viele präsynaptische Neurone gleichzeitig so ein postsynaptisches Potenzial generieren, damit das Neuron auch feuert. Obwohl es so viele Synapsen gibt, ja, und wirklich ganz viele Verbindungen, sind Neurone im Schnitt nur mit ungefähr 3% der umgebenden Neurone verbunden. Das heißt, umgeben heißt in dem Fall in einem Kubikmillimeter. Das heißt, wenn ich ein Neuron habe und dann um das Neuron praktisch so einen Würfel mit einem Millimeter Kantenlänge rausschneide und dann zähle, mit wie vielen Neuronen das Neuron der Zellkörper im Zentrum verbunden ist, dann sind es nur 3% davon. Die Eingangssignale der Neurone sind analog, das sind diese postsynaptischen Potenziale, die werden summiert, das Ausgabesignal ist diskret, das ist immer gleich. Und das Aktionspotenzial dauert ungefähr eine Millisekunde, die synaptische Übertragung 5 Millisekunden. Und da wir, also in der Vorlesung über Objekterkennung werde ich Ihnen erzählen, dass unser Gehirn ungefähr nur 70 Millisekunden an Verarbeitung braucht, um zum Beispiel zu erkennen, ob auf einem Bild ein Tier zu sehen ist oder nicht. Und da kann man sich dann ausrechnen, dass eigentlich da relativ wenige Synapsen beteiligt sein können. Das heißt, die Berechnung, obwohl die eigentlich furchtbar, irgendwo muss die ziemlich kompliziert sein, der Schaltkreis im Gehirn muss trotzdem relativ einfach sein und beruht auf relativ wenigen Synapsen. Zusammenfassend, haben wir heute gesehen, wie das zentrale Nervensystem aufgebaut ist.
Das Ruhepotenzial ist die Grundlage für die Informationsübertragung im Nervensystem. Am Dendriten werden die elektrischen Signale passiv weitergeleitet und am Axonhügel integriert. Und dort wird gegebenenfalls dann Aktionspotenzial ausgelöst und über das Axon propagiert. Das war's für heute. Vielen Dank.